Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Let's Play Minecraft Staffel Nummer 6. Ich hole schon mal alle Materialien, die wir für unser Vorhaben brauchen. 1, 2, 3 davon. Vielleicht fällt es den einen oder anderen jetzt langsam ein, was ich vorhabe. Nee, hier draus braucht man nichts. Aber hier. Bam. Nee. Ja, guck mal. So. Dann brauchen wir. Hey. Hier. 1, 2. Haben wir schon den Erfolg? Ja, haben wir schon. Ich suche 9 Herzenschaden mit einem einzigen Schlag. Okay. Ne, erstmal das Buch. War das nicht so? Jetzt war ich auch gerade verpeilt. Mir ist es gerade selber aufgefallen. Eieiei, nach dem Arbeitstag da. Gerade so 3 Stücke. So, den dort oben, links, rechts und 1, 2, 3, 4. Bam! Ja, meine lieben Freunde. Fragt euch bestimmt, was diese Wand ist. Dazu kommen wir gleich in der nächsten Folge. Da bin ich auch vorhin sehr in der letzten Folge so hinten über den Wald gelaufen. Das werden wir auch gleich wieder machen. Und schwupp. Es sei denn, ich zeige jetzt ein bisschen zu viel, aber das. Weil es ein Fenster ist, ne? Zack. So. Der kann ja Prediger schön vorlesen. Aus der Mojang-Bibel hier. Super. Eieiei, wir sind hier alles verkrust drin. Was können wir denn mitnehmen? Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Das können wir auch gebrauchen. Fichtenholz, Fichte, Stein. Hier, weiß gefärbter Lehm. Und Birke, haben wir auch nicht mehr so viel. Was ist hier alles drin? Alles Erdenkliche, was man sich erdenken kann. Werkzeuge, Steine. Pflastersteine, Schilder, Uhr, Schere, Zaun, Boot, Leder. Guck mal, kann man das Leder mal zupacken? Mal sehen, ob wir das irgendwann mal brauchen. Wolle, Federn, Federn. 61 Federn. Das ist ganz schön viel. Bemuster, Bruchstein. Ich nehme mal die Hälfte davon mit. Wenn ich Hälfte sage, sage ich Hälfte. So. Mal schnell eine Bridge hier gesungen. Na, du Schwein. Lalala. Ihr seht jetzt so im Augenwinkel, weiter darf ich nicht gehen. Die Schafe, ne? Ich kann ja mal ranzoomen. Die Schafe, die sind ein bisschen, seht ihr dort diese Erhöhungen, ne? Und diese Erhöhungen, die habe ich hier drüben, lilane Schafe, seht ihr, die habe ich auch noch angepflanzt. Und da seht ihr dann bei dieser Mauer, diese Mauer, sieht man das so ein bisschen? Ja, wenn er neben das, die dunkelblaue Wolle, ne, dort wo die rote und dunkelblaue Wolle ist, ne, da ist so an der Ecke der des blauen Wollblocks, unten rechts, seht ihr so eine kleine dunkle Pflasterstein-Einkerbung. Da unten ist eine Truhe und da
Was Dusche auf denn hier draußen? Verdammt, ich wollte die Axt nehmen. Autsch. Müssen wir wieder was trinken, wollte ich gerade sagen. Wir trinken was. Boah. Können wir was trinken? Pass auf. Nee, geht nicht. Schade. So, bringen wir mal den Wasser einmal wieder zurück. Und stellen das mal hier rein. Ich habe hier ein Enderauge. Genau, das wollte ich noch tun. Wir haben sogar ein Witterskelettschädel. Heile Dauts. Ich wollte mir eine Endertruhe bauen. Eine Endertruhe. Die kann man nur mit Bootsamkeit abbauen. Und wo stelle ich die am besten hin? Wo stürzt. Achso. Wo stürzt niemanden? Am besten hier, wo der Ofen steht, oder? Ja, ne? Passt das am besten hin? Da läuft ja schon wieder Patrouille. Ich habe Angst, dass ich den irgendwann mal schlage. Bam. Da war's drin? Nö. Noch nicht. Ach, cool, ey. So. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir das mal kurz vorstellen. Wo wir das mal kurz vorstellen. Das heißt kurz. Ich stelle es euch einfach vor. So. Hier übrigens war, was ich gerade gesagt habe, in der den blauen an der Ecke, das dann hier so drauf geschieden und da kann man dann auch reingehen in die Truhe. Und da ist alles Mögliche. Hier habe ich das. Jetzt ist Lehm. Da habe ich dann ja die lilanen Schafe hier. Das schaut zwar ein bisschen magenta aus, ist aber alles lila durch die Sonneneinstrahlung. Ne? Hier haben wir noch nichts drin. Hier ist Essen drin. Da habe ich hier mal ein bisschen ausgemerzt, weil manche Schafe in der falschen im falschen Gehege. Wollte ich es gerade sagen, ich habe die Axt auf der 3, ne? Ja. Bam. Du gehörst dort nicht rein, ne? Da hat man schon gesehen, da kann ich halt leichter hingehen. Ich habe hier eine Abonnentenzahl aufgestellt. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei 220 Abonnenten. Es sind jetzt auch schon wieder zwei mehr. Wir haben sogar eine Schnapszahl jetzt. Ich bedanke mich und wünsche viel Spaß den neuen Zuschauern, die mir hier den Kanal gefolgt haben, beziehungsweise auch abonniert haben natürlich. Ne? Wunderhübsch. Steht auf den kleinen Podest, ich habe das hier ein bisschen angeglichen. Und hier ist ja so ein kleiner Marktplatz. Und ich habe es nicht vergessen, zu diesem kleinen Weg hier, hinten kommt eine Mühle hin. Ne? Ich habe das nicht vergessen, meine lieben Freunde. Kann ich ja wieder aus dem F1-Modus raus. Es wird schon wieder gleich Nacht. Die Zeit vergeht. Und in der nächsten Folge werden wir auch wieder was schaffen. Ne? Da werden wir wieder was schaffen. Ich habe überall Schilder angebracht. Manche habe ich ja schon vorgelesen hier. Last but not least. Das ist hier ein ganz berühmter hier aus Nordwehen. Natürlich die Familiengräber. Familie Wehnsmuth und Familie Nordensbech. Hier ist noch nichts dran. Hinten sind unsere Netawart. Ich habe schon wieder rote Wolle. Achso, ich habe das eine Schaf ermordet. Mal ganz kurz hier die Netawarzen umflügen. So. Sollen die wirklich von oben setzen? Siehst du mal. Kommt dann hier rein. So. Ja, hier ist auch schon ein bisschen was drin. So ein bisschen Krust gehört natürlich hier rein. Hier wirkungslose Wasserflaschen. Ja, und hier hinten sind die Hundegräber von Manfred 1 und 2. Genau. So gehört sich das. Es wird Nacht und ich werde in so einem Grab hier schlafen müssen. Noch ist es nicht Nacht. Haben wir die Uhr mit.
Die zeigt uns, wenn Nacht ist. Die Uhr. Und die alle reinlegen. Stimmt. Das sehen wir sogar hier, wenn es Nacht ist. Finde ich cool. Jetzt müsste es eigentlich soweit sein. Genau. Super. Dann bis morgen. Ciao, ciao.